Margareta, bitteschön. Ja, danke schön. Hallo, einen wunderschönen guten Abend bei der Armbruster Imkerschule. Wir haben heute eine Jahresend-Sondersitzung, die der Jürgen Binder einberufen hat. Und ich freue mich, dass ich so viele Teilnehmer heute begrüßen darf und übergebe jetzt sofort das Wort an den Jürgen. Genau, und die Chat-Funktion, die kennt ihr ja. Diskussionsbeiträge und Fragen an die Margareta schicken. Willst du Genau. es nochmal erklären, wie es geht? Kann ich gerne machen. Also ihr seht in dem Zoom-Meeting in der unteren Leiste diverse Buttons, unter anderem Chat. Den Chat anklicken, meinen Namen auswählen aus der Dropdown-Liste und dann eine Frage schicken, die ihr an den Jürgen im Wesentlichen habt, und ich sammel und steuere und koordiniere diese Fragen ein bisschen und lege die dann dem Jürgen vor. Ja, also liebe Imkerfreunde, liebe Imkerinnen und Imker, herzlich willkommen zu diesem kurzen Jahresrückblick. Seit der Covid-Pandemie machen wir ja hier solche öffentlichen Sprechstunden und auch Sprechstunden für Mitglieder und auch hin und wieder Beiträge auf YouTube zum Kennenlernen und um uns zu finden. Und wir haben jetzt wieder ein Jahr hinter uns, bei dem wir etwa 50 Sprechstunden hatten. Also jede Woche eine. Das läuft dann aber so ab, dass wir in, während der Saison zwei oder sogar drei Sprechstunden pro Woche haben. Wir haben ja Sprechstunden für Anfänger und Sprechstunden für Fortgeschrittene. Und dann haben wir natürlich auch öffentliche Sprechstunden und ein paar Livestreams vom Biener Volk und haben diese ergänzend zu unseren Online-Kursen, die ja vor 2 Jahren entstanden sind und die ihr immer noch auf unserer Webseite finden könnt, die zeitlos sind und die wir jetzt natürlich da auch drauf stehen lassen für alle, die dazustoßen und die dann eben einsteigen wollen oder in einem Anfänger- oder fortgeschrittenen Kurs ihr Wissen vertiefen wollen. In diesem kurzen Rückblick schauen wir zunächst, was politisch gelaufen ist, und dann wenden wir uns nochmal ein paar imkerlichen Fragen zu. Außerdem erläutern wir unser Angebot und machen einen kurzen Ausblick auf nächstes Jahr. Dieses Jahr hier war geprägt durch die Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten. Liebe Imkerfreunde, diese Bürgerinitiative entstand nach dem erfolgreichen Volksbegehren Rette die Biene in Bayern. Rette die Biene in Bayern hat ja die Landesregierung arg ins Schwitzen gebracht. Die CSU wollte ja Jahre, um nicht zu sagen jahrzehntelang, nichts vom Bienenschutz wissen. Und nachdem aber dieses Volksbegehren so erfolgreich war, hat Söder angefangen zu verstehen, dass man nicht dauernd und dauerhaft gegen die Interessen der Bevölkerung arbeiten kann. Sie haben dann zwar nicht viel getan im Laufe der folgenden Monate und Jahre, aber immerhin hat es eine gewisse Bewegung ins Spiel gebracht. Daraufhin haben eine Reihe von Organisationen, NGOs, deutsche und europäische, eine solche europäische Bürgerinitiative gestartet, die das Ziel hat, die Europäische Kommission dazu zu zwingen, sich mit Fragen des Bienenschutzes und der Auswirkung von Pestiziden auf Bienen zu befassen. Die wurde gestartet und ist ganz gut angelaufen. Da muss man dann unterschreiben. Aber rechtsverbindlich, also mit gültiger Adresse und zwar da, wo man seinen Wohnsitz in Europa hat. Und das wird auch überprüft. Und erfahrungsgemäß sind etwa ein Drittel der Unterschriften ungültig, weil die Adresse nicht vollständig ist. Und wir haben also sehr erfolgreich angefangen, Unterschriften zu sammeln. Und ich möchte auch den Freunden der Armbruster Imkerschule danken, die hier mit unterzeichnet haben. Dann kam die Covid-Pandemie und die Aufmerksamkeit war ganz auf dieses andere Problem gerichtet.
Und das Sammeln der Unterschriften hat plötzlich stagniert und vor sich hin gedümpelt. Und wir haben, die Frist wurde dann verlängert, so wie während der Pandemie ja viele Dinge geändert und verlängert wurden. Und wir haben mit großen Anstrengungen die Kampagne wieder ins Laufen gebracht und schlussendlich knapp 1,5 Millionen Unterschriften gesammelt, von denen dann 1,1 Millionen gültig waren. Gott sei Dank war die Million erreicht und mittlerweile ist die Bürgerinitiative bei der EU-Kommission anerkannt worden als eine der ganz wenigen EU-Bürgerinitiativen, die überhaupt zustande gekommen sind. Und das Papier wurde bereits in Brüssel übergeben und in den nächsten Wochen findet dann die erste Anhörung statt. Liebe Freunde, das ist ein großer Erfolg, denn im Wesentlichen fordern wir hier einen Rückgang der Pestizide und eine Rücknahme der Pestizide in den nächsten Jahren. Also eine ganz wichtige Sache und ich bedanke mich bei euch für euer Mitwirken. Dann möchte ich daran erinnern, dass im Sommer die Apimondia stattfand. Die Apimondia ist ja der Weltkongress der Imkerverbände. Dieser Weltkongress findet seit über 100 Jahren alle 2 Jahre statt, und zwar im Wechsel Europa und Außereuropa. Und er hätte eigentlich letztes Jahr in Baschkordistan in Russland stattfinden sollen. Aufgrund der ganzen Kriegsproblematik und so weiter. Nein, nein, Entschuldigung, in diesem Jahr hätte er stattfinden sollen, nicht im letzten, in diesem Jahr, 2022. Aufgrund der Kriegsproblematik hat das Exekutivkomitee der Apimondia entschieden, die Veranstaltung nicht in Russland durchzuführen, sondern noch einmal nach Istanbul zu gehen, wo der Kongress schon vor 8 Jahren war, weil man dort die ganzen Lokalitäten kannte, die Messehalle und weil auch das Organisationsteam in Istanbul sitzt und man da in der Kürze der Zeit das kleinste Risiko hatte, die Veranstaltung also noch auf die Beine zu stellen, lassen wir mal so sagen. Die Veranstaltung war gut. Sie war viel kleiner als sonst, weil eben doch viel Irritation herrschte und viel Unsicherheit. Aber es waren doch 2.500 Leute da. Normalerweise kommen da 10.000 bis 15.000 Personen. Und trotz allem war aber das Programm vollständig, die Ausstellung gut. Und vor allem war die Eröffnungs- und Schlussveranstaltung jetzt im Vergleich zu Montreal doch wesentlich besser. Vor das ich sagen möchte, die Apimondia fängt langsam an, sich zu professionalisieren. Infolge dieser ganzen Angelegenheiten habe ich mit Frau Seehaus-Arnold und Herr Ellmann und mit anderen die Frage bewegt, ob sich Deutschland nicht auch für die Austragung dieses Weltkongresses bewerben solle. Und es gab daraufhin dann zahlreiche Gespräche. Es gab auch ein sogenanntes Verbändetreffen in Friedrichshafen, wo man sich abgestimmt hat und wo jetzt doch eine große, breite, ein breiter Konsens herrscht, dass Deutschland gerne diesen Weltkongress austragen möchte. Jetzt laufen Vorbereitungen, die Bewerbung, also Vorbereitungen, die Bewerbung vorzubereiten. Und in den nächsten Wochen wird dann auch Herr Ellmann und Frau Seehaus-Arnold bekannt geben, wie die ganze Angelegenheit angegangen wird und welche Schritte jetzt im Einzelnen unternommen werden. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, die deutsche Imkerschaft, sofern sie in ihren Präsidenten und Vorstandsmitgliedern vertreten war, dafür zu interessieren, denn so ein Weltkongress austragen zu dürfen, bringt natürlich viele, viele Vorteile für das eigene Land. Es kommen ja viele, viele Imker und Wissenschaftler dann nach Deutschland,
Das wird natürlich alles auch ins Deutsche übersetzt, simultan übersetzt. Und wir bekommen die Möglichkeit, ohne dass wir mühsam ins Ausland reisen müssen, internationale Wissenschaftler und internationale Positionen, imkerliche Positionen und auch Betriebsweisen kennenzulernen. Ganz abgesehen davon wollen wir dafür sorgen, dass diese Veranstaltung ein Fest und eine Feier für die Deutschen, nicht nur für die deutschen Imkerinnen und Imker, sondern auch für die Imker, für alle Imker, die da kommen wird. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist und dass wir jetzt den Arbeitsprozess begonnen haben. Und ich bin sicher, dass es ein fruchtbarer Prozess wird, ob wir die Austragung für 2029 gewinnen werden. Es steht natürlich in den Sternen. Es kann auch gut passieren, dass wir erst 2033 die Austragung machen dürfen. Das ist so ungefähr wie bei einer Olympiade oder auch bei einer Fußball-WM. Da sind die Zeiträume relativ lang. Und man muss natürlich da dann die Sache auch gut vorbereiten und darf nicht Monate und Jahre verplempern, denn die Zeit geht schnell rum. Und die Dinge wollen gut vorbesprochen und vorbereitet werden. Nächstes Jahr feiern wir bereits das 10-jährige Bestehen, liebe Imkerinnen und Imker. Die Armbrust der Imkerschule wurde beim Weimarer Bienensymposium vor nunmehr 9 Jahren gegründet und feiert nächstes Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Diese 10-jährige Bestehen feiern wir mit einer Biodiversitätskonferenz, die vom 18. bis 19. Februar, Entschuldigung, von 18. bis 19. März in Kirchberg an der Jagst ausgetragen wird. Wir feiern sie mit dem Weltbienentag am 20. Mai ebenfalls in Schloss Kirchberg an der Jagst, wo der Präsident der Apimondia extra zu uns kommt, um diesen Tag mit uns gemeinsam zu feiern. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen. In Kürze kommt das Tool auf unsere Webseite, über das ihr euch anmelden könnt. Zur Frühjahrskonferenz könnt ihr euch jetzt schon anmelden. Diesen Weltbienentag veranstalten wir so, dass wir dann am 20. und 21. ein öffentliches Honigfrühstück machen. Und es ist auch geplant, eine Ausstellung von Eric Tourneret an diesem Tag zu eröffnen, die wir dann den Sommer über im Schloss Kirchberg zeigen. Im Herbst kommt dann das nächste Bienensymposium, das aber im Moment noch in der Planung und in der Vorbereitung ist und deswegen steht auch der Termin dafür nicht fest. Ja, das war aus unserer Sicht der Rückblick im Hinblick auf die wesentlichen bienenpolitischen Aktivitäten. Jetzt möchte ich den Andi bitten, auf unsere Webseite zu gehen. Ich möchte euch ein paar Details unserer Webseite zeigen. Andi, hast du die Webseite vorbereitet? Ja, natürlich, Jürgen. Ja, das ist unser Computermann hier, gell? Der. So, dann muss ich aber kurz mal deine Übertragung unterbrechen. Ja. Und ich bitte nochmal alle Fragen nicht an mich, sondern an Margarete zu stellen. Ganz so nebenbei. Und fortfahren und dann Safari. Ich muss dann nächstes Jahr strenger werden hier. Hol die Peitsche raus, Margarete. Ich hole die Peitsche raus. Aber erst im neuen Jahr. Jetzt im alten mache ich es nicht mehr. So. Liebe Zuschauerinnen, das ist die Seite, auf der ihr landet, wenn ihr die Armbrust der Imker-Seite, armbruster-imkerschule.de Page aufruft. Und Jürgen wird euch jetzt erzählen, was er ganz gerne euch zeigen möchte. So, wenn wir jetzt ein bisschen nach unten scrollen, noch weiter, dann seht ihr hier eine Landkarte. Und das ist die Landkarte unserer Community. Das heißt, wenn ihr auf Werde Zukunftsimker draufklickt, dann geht die
Maske auf und ihr tragt euch ein. Das ist jetzt verkehrt. Warum ist das verkehrt? Tja, das ist mal wieder... Es kann ja gar nicht sein, dass das verkehrt ist. Ja. Genau, also, das. Und da könnt ihr euch eintragen als Zukunftsimkerin oder Zukunftsimker oder als ehrenamtlicher Mentor. Und deshalb gehen wir wieder zurück zur Landkarte. Das brauchen wir jetzt nicht weiter zeigen. Das kann ja dann jeder verstehen, wie man das macht, sich zu registrieren. Da müsst ihr euch, das ist eine eigene Registrierung. Wenn ihr auf der Webseite etwas kauft, dann habt ihr eine andere Registrierung. Das war leider nicht programmierbar, dass das nur eine Registrierung braucht. Und dann taucht ihr hier auf. Und das hat den großen Vorteil, dass ihr euch miteinander vernetzen könnt. Also diejenigen, die im angepassten Brutraum arbeiten oder die vor allem nach unserer Lehrmeinung arbeiten, die haben dann die Möglichkeit, die Imkerinnen und Imker, die in der Nähe sind und auch nach unserer Methode arbeiten, kennenzulernen. Wenn man jetzt zum Beispiel dahin geht, dann sieht man mich. Ja, und dann hat man da eine E-Mail-Adresse und kann mich dann mit dieser E-Mail-Adresse kontaktieren. Und wenn man jetzt auf irgendeine andere Adresse geht, zum Beispiel interessiert mich jetzt mein Nachbar hier in Stuttgart, in Schwäbisch Hall, geh doch mal, der ist mir zu weit weg, der in Hamburg, gell? Jetzt geh doch nochmal da runter zu meinem Nachbarn. Jetzt kann ich da entdecken, aha, in der Nachbarschaft ist ein Imker, der auch Zukunftsimker ist, Schwäbisch Hall zum Beispiel, oder Rothenburg ob der Tauber. So, aha, das ist ein Test. Also gut, das ist dann, das sollten wir da mal wieder löschen. Machen wir den Test da bitte weg. Aber in Neuenstadt am Kocher zum Beispiel oder in Ingelfingen ist er jemand. Aha, und Kai Reichert zum Beispiel. Ja? Und dann kann ich den Kai Reichert kontaktieren und kann mich mit ihm austauschen und kann eventuell auch mit ihm einen kleinen Stammtisch anfangen. Nehmen wir mal jemand anders hier, der in der Nähe ist. Also hier den Markus Munzinger zum Beispiel hier in Burgstetten. Also und je mehr sich hier eingetragen haben in der Liste, in der Landkarte, umso kürzer sind die Distanzen und umso größer ist die Möglichkeit, dass ihr gleichgesinnte Zukunftsimker findet. So, Andi, jetzt geh doch mal bitte wieder nach oben auf die Stelle. Hier geht es zu unseren Produkten. Moment, ich muss mal hier ein bisschen was beiseite schieben. Das kannst du ganz löschen. Ich weiß nicht, warum das auftaucht. Ja. So, wenn ihr Newsletter abonnieren, taucht deswegen als Reiter auf, weil das einige Monate lang nicht funktioniert hat und wir es gar nicht bemerkt haben. Und nachdem ich den Fehler bemerkt habe, könnt ihr euch jetzt wieder im Newsletter registrieren. So, wieder hochgehen, nicht so weit nach unten. Jetzt, hier geht es zu unseren Angeboten. Also, wenn ihr dann bei unseren Angeboten seid, dann gibt es zum ersten Mal das erste Produkt, Zukunftsimker, gut Imkern, Theorie und Praxis. Geht doch bitte mal da drauf. So. Hier gibt es 7 Kurse. Gehen wir bitte ein bisschen nach oben, damit wir alle 7 Kurse sehen. Ja, und zwar werden die von erfahrenen Imkern gemacht. Jan Fischer in Mecklenburg-Vorpommern, Edwin Bertrand im südlichen Württemberg, Werner Pachler in Kärnten, Martin Longo in Südtirol, dann ein ganzes Team in Salzburg beim Imkerhof, Bernd Marte, Erwin Bolder und andere in der Nähe von Bregenz und ich selbst in Kirchberg an der Jagst. Und das ist ein intensiver Praxis, eine Kombination zwischen Theorie und Praxis, zwischen einer Online-Sprechstunde und Praxiskurs. Jetzt gehe ich zum Beispiel mal auf den Jürgen Binder drauf. Und da seht ihr jetzt, was geboten wird. Es gibt also 10 Online-Lektionen, 18 Fragestunden und 6 Live-Termine am Bienenvolk. Wer jetzt diese Online-Lektionen schon durchgemacht hat, früher gekauft hat, der bekommt das Angebot, diese nicht noch einmal bezahlen zu müssen,
sondern dann reduziert sich die Kursgebühr um 95 Euro auf 300 Euro. Wenn du das jetzt ein bisschen hochschiebst, dann kommen da unten die Termine. Das sind die Praxistermine, die jetzt der Zukunftslehrer Jürgen Binder anbietet. Und da stehen diese 6 Termine, jeweils 14 bis 17 Uhr. Und so hat jeder dieser Zukunftslehrer andere Termine. Ihr meldet euch über die Webseite bei dem Teilnehmer an, der bei euch in der Nähe ist, und macht dann die Praxistermine vor Ort, die Online-Termine, die Fragestunden, die macht ihr mit mir, und den Online-Kurs, den macht ihr über die Webseite. So, das sind unsere derzeitigen buchbaren Praxiskurse. Da werden in nächster Zeit noch einige dazukommen. Dann gehen wir jetzt zu Vorträgen und Tagungen. Da seht ihr jetzt schon wesentlich mehr Veranstaltungen. Und das sind Tagesveranstaltungen, die ich in den nächsten Monaten entweder gemeinsam mit Imkervereinen oder alleine, aber meistens mit Partnern vor Ort mache. Zum Beispiel gehen wir mal auf den ersten Termin. Binder kommt, Imkerverein Künzelsau. Mein eigener Imkerverein hat mich gebeten, einen Vortrag zu halten am Samstag, den, jetzt muss das wieder runterschieben, den 25. März um 15 Uhr. Und unten steht dann, wo das stattfindet, auf der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Künzelsau, 15 Uhr, Hotel Niklas, Eintritt frei. Aber Anmeldung erforderlich. Und die Anmeldung bitte über die Webseite des Imkervereins. Jetzt geh mal bitte mit der Maus nach rechts zu Imkervereinen. Und da geht dann die E-Mail-Adresse auf. Da musst du draufklicken. Nach Imkerverein, nach dem Doppelpunkt. So. Genau. Und da kommt dann die Webseite des Imkervereins und da kommt dann irgendwo die Stelle, wo man sich anmelden muss. Kann sein, dass es noch nicht vom Imkerverein eingepflegt wurde, aber dann kann man ja auch da eine E-Mail hinschreiben. So, jetzt gehen wir bitte wieder zurück. Nicht zu lange auf fremden Webseiten bleiben. So, jetzt gehen wir zurück zum nächsten Kurs. Also hier zum Beispiel Tagesseminar Jürgen Binder und Ernst Wagner, Schloss Kirchberg, 3. Februar. Da meldet ihr euch an. Das ist jetzt hier ein Tageskurs, den ich gemeinsam im Wechsel mit Ernst Wagner halte. Ernst Wagner ist ja ein Pionier der Dadan-Beute und auch des angepassten Brutraums in Deutschland. Und bei dieser Veranstaltung zum Beispiel ist die Verpflegung hier in Schloss Kirchberg mit dabei. Geh bitte mal zum Shop, also wieder hoch in den Warenkorb, leg es mal dahin. Dann geht die nächste Seite auf. So, und da habt ihr dann das Produkt gewählt und weiter zur Kasse. Und dort könnt ihr dann mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Dann seid ihr registriert. Und wenn ihr schon registriert seid, dann loggt euch bitte mit eurer Registrierung ein, damit ihr euch nicht ein zweites Mal registrieren müsst. Sehr schön. Dann geht bitte wieder zurück. Jetzt schauen wir uns noch das dritte Produkt an. Vielleicht ein Produkt, das sich ein bisschen unterscheidet. Ja, das dritte Fortbildungstag Gut Imkern beim Bienenzüchterverein in Gerstetten am 4.2. Hier hat mich der Imkerverein Gerstetten zu einem Vortrag eingeladen. Es wird sich um eine Tagesveranstaltung herrschen. Da unten kommt dann auch das Programm. Hier meldet man sich beim Imkerverein an. Da kannst du gerne draufklicken auf diesen Link, denn der Imkerverein, der hat es hier schon seit längerer Zeit eingepflegt. Und da seht ihr dann das Programm und könnt euch auch anmelden, wenn du mal ein bisschen nach unten klickst. Da kostet der Kurs 30 Euro exklusive Verpflegung. Ich freue mich sehr, dass ein Imkerverein mich eingeladen hat. Es haben mich auch ein paar andere eingeladen. Noch nicht alle sind auf der Webseite, weil noch nicht ganz alle Termine feststehen. Wenn ein Imkerverein mich einladen möchte, dann kann er das gerne tun. Bitte E-Mail oder Anruf bei mir. Dann verabreden wir, was wir machen. Dann verabreden wir, wie abgerechnet wird.
und dann finden wir einen Termin. Die Termine im Frühjahr sind allerdings bis auf zwei Möglichkeiten alle ausgebucht. Also, wenn ihr wollt, dass ich zu euch komme, nehmt bitte Kontakt mit mir auf und dann finden wir eine Lösung. So, jetzt bitte wieder zurück zu den Produkten. Nochmal eine Ebene zurück. Genau. Dann auf Konferenz. Da steht mittlerweile die Frühjahrskonferenz online. Geh doch mal bitte drauf, 18. bis 19. März. Das ist eine Konferenz, wo wir uns im Wesentlichen mit Konkurrenz, Biene, Wildbiene und mit der Möglichkeit, wie wir die Landschaft verbessern können, beschäftigen. Wenn du jetzt mal bitte auf das Programm als PDF gehst, wir haben also immer zweimal das Programm, als PDF haben wir dann auch die Mitveranstalter mit drauf. Mittlerweile sind es noch mehr geworden. Wir haben also nicht nur die Apimondia als Mitveranstalter, das ist mir eine ganz besondere Ehre, sondern wir haben auch den Internationalen Wissenschaftsverband IBRA, der auch Mitveranstalter ist. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ich freue mich also sehr, dass wir einen so prominent besetzten und unterstützten Kongress im Frühjahr ausrichten. Und wir werden morgen die Anmeldung freischalten. Dann könnt ihr euch gerne zur Teilnahme anmelden. Ich kann leider nur maximal 100 Personen zulassen. Also wer zuerst kommt, der malt zuerst. Schön. Andi, kannst du bitte wieder zurück? Und nochmal zurück. Jawohl. Weimarer Bienensymposium ist zwar als Produkt schon da, aber da die Details noch nicht bekannt sind, kann man sich hier auch noch nicht anmelden. Und nochmal zurück. Dann kommt jetzt der Profi-Lehrgang. Wir haben ja bereits vier Profi-Lehrgänge durchgeführt und das ist die Ankündigung des fünften Profi-Lehrgangs, der im November nächsten Jahres beginnt und sich dann über ein Jahr hinzieht, jeweils 3 Tage, Freitag bis Sonntag meistens, wo im Präsenzunterricht dann zahlreiche erfahrene Imker und andere Wissenschaftler Unterricht geben und wo wir eine Community bilden von Leuten, die das Imkern wirklich gut lernen wollen und die sich im Grunde genommen darauf vorbereiten wollen, die Imkerei ernsthaft zu betreiben. Ihr solltet wenigstens einige Jahre Erfahrung haben. Für absolute Anfänger ist dieser Kurs nicht geeignet. Also ich sage mal so, mindestens 3, 4 Jahre Imkererfahrung sind notwendig, damit ihr von diesem Kurs effektiv profitieren könnt. Das ist das Curriculum. Die genauen Tage, Schultage sind noch nicht bekannt gegeben. Das werde ich aber auch in den nächsten Tagen auf die Webseite schreiben. So, dann nochmal zurück, bitte. Und jetzt kommen wir zu den Mitgliedschaften. Mitgliedschaften sind im Grunde genommen Sprechstunden. Wir haben also nächstes Jahr 18 Online-Sprechstunden für Anfänger und 18 Online-Sprechstunden für Fortgeschrittene. Das bucht ihr, indem ihr die Premium-Mitgliedschaft bucht. Geht doch gerade mal bitte auf das erste Produkt. Da könnt ihr dann auswählen, ob ihr Sprechstunden für Anfänger oder für Fortgeschrittene wählt. Geht doch gerade mal bitte auf die Auswahl. Genau, also entweder für Anfänger oder für Fortgeschrittene. Jetzt wieder zurück. Wenn ihr an beiden Sprechstunden teilnehmen wollt, dann bucht ihr die VIP-Mitgliedschaft. Da nehmt ihr dann an den Anfänger und an den fortgeschrittenen Sprechstunden teil. Letzten Endes ist es natürlich so, dass ich die Fragen beantworte, die gestellt werden. Aber ja, da kommt jetzt kein Programm. Da kannst du wieder hochgehen. Die Termine, die haben wir bekannt gegeben und die werden wir auf die Webseite als PDF stellen und vor allem auch als elektronischen Kalender, da kann der Andi nachher sagen, wie das funktioniert. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich mittlerweile auch verstanden habe, wie das geht und wie man diesen Kalender bedient.
Die Termine, die stehen im Wesentlichen fest. Da kann es sein, dass es mal zwei, drei Verschiebungen gibt. Aber normalerweise wird dann ein Termin, der verschoben werden muss, um eine ganze Woche verschoben, sodass ihr euch entweder den Montag, wenn ihr Anfänger seid, oder den Sonntag, wenn ihr Fortgeschrittene seid, freihalten könnt. Diese Sprechstunde fängt Mitte Januar an. Wer sich noch nicht angemeldet hat, der kann das jetzt tun. Die Sprechstunden werden außerdem aufgezeichnet. Die werden über Zoom abgehalten. Und diejenigen, die an der Sprechstunde nicht teilnehmen konnten, können sie danach dann anhören. Die werden ein ganzes Jahr lang online stehen bleiben. Und jetzt, morgen und übermorgen, werden wir dann die Online-Sprechstunden, die dieses Jahr aufgezeichnet wurden, löschen, weil nächstes Jahr kommen ja neue Sprechstunden und man hatte ja auch dann das ganze Jahr über Zeit, sie immer wieder anzuhören. So, jetzt darfst du nochmal zurückgehen. Wir machen nächstes Jahr als neues Produkt einen Livestream am Bienenvolk, denn die Online-Sprechstunden sind ja praktisch Theorieunterricht und wir haben gesehen, dass doch viele wünschen, dass ich direkt am Bienenvolk zeige, was zu tun ist. Und das machen wir mit 10 Livestreams am Bienenvolk, wo ich am Bienenvolk bin. Und entweder habe ich da einen Kameramann, der die Kamera hält, oder die Kamera wird installiert und ich zeige euch, was ich mache. Das halte ich eigentlich für ein sehr wichtiges Tool zum jetzigen Zeitpunkt für all diejenigen, die jetzt schon bei den Sprechstunden teilgenommen haben oder nächstes Jahr teilnehmen wollen, als Ergänzung doch am Bienenvolk dann wirklich zu sehen, was bedeutet es, der Brutraum ist prallvoll, was bedeutet es, die Wabe ist prall besetzt, was bedeutet 80% bebrütet, was bedeutet 50% bebrütet, was bedeutet, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Honigraum aufzusetzen und so weiter. Also es sind 10 Veranstaltungen, das könnt ihr entweder als Abonnement buchen oder mit einer Einmalzahlung. Auf jeden Fall fallen 12 Abozahlungen zu 10 Euro an oder einmal 120 Euro. Liebe Freunde, ich sage euch, für uns ist es besser, wenn ihr eine Einmalzahlung macht, weil dann fallen nur einmal die Steuer Beratergebühren an und die Buchungsgebühren. Und wenn ihr 12-mal zahlt, dann fallen 12-mal Gebühren an. Von daher, wir haben das hier zwar stehen für diejenigen, die da eine kleinere Summe monatlich nur abgebucht haben wollen, aber am besten wäre es, wenn ihr die Jahresgebühr auf einmal entrichtet. Der Livestream ist kein Abonnement, der gilt nur für 2023, während die Mitgliedschaften Abonnements sind. Wenn ihr die löst, dann sind die ein Jahr lang gültig und ihr müsst sie bis zum 15. Dezember kündigen, wenn ihr sie dann eben 2024 nicht mehr haben wollt. Zuletzt gibt es noch die Mitgliedschaft All Inclusive. All Inclusive bedeutet, ihr habt die Anfängersprechstunde, Fortgeschrittenen Sprechstunde, den Livestream und ihr bekommt noch den Zugang, die Eintrittskarte zur Frühjahrskonferenz und zum Weimarer Bienensymposium. Und ihr könnt das entweder hier kaufen für 50 Euro im Monat oder ihr geht über unser Spendentool. Die Spende ist ganz rechts oben auf der Webseite, Andi. Also da, das sieht man jetzt hier rechts oben in der Ecke. Wenn ihr spendet, dann kostet All Inclusive 100 Euro. Und wenn ihr es kauft, dann kostet es 50 Euro. Wenn ihr es spendet, dann bekommt ihr dafür eine Spendenquittung. Also eure monatliche Zahlung ist dann die Spendenquittung. Und wenn ihr wollt, bekommt ihr am Ende des Jahres auch noch eine Gesamtspendenquittung, die ihr von der Steuer abziehen könnt, da bekommt ihr die Hälfte nachher vom Finanzamt wieder zurück. Die Summe ist dann die gleiche. Für uns bleibt mehr übrig und euch kostet der Kurs auch nicht mehr, als wenn ihr es eben als Spende abwickelt.
So, das sind unsere Produkte für nächstes Jahr. Dann möchte ich noch hinweisen darauf, dass wir ja die Königinnen von Lutz Eggert empfehlen. Es gibt natürlich auch noch andere gute Züchter in Deutschland. Lutz ist nicht der einzige, aber Lutz macht die Arbeit beruflich, professionell und deswegen propagieren wir seine Königinnen. Und er hat da jetzt ein bisschen Werbepropaganda ja, gemacht. Wenn ihr also die Königinnen, die Wirtschaftsköniginnen jetzt noch kauft bis zum 31.12., 24 Uhr, bekommt ihr sie für 46 Euro. Ab 1. Januar bezahlt ihr 51 Euro. Dann gibt es die Belegstellenköniginnen dieses Jahr noch für 170, ab Januar dann für 195. Und die 3D-Königinnen dieses Jahr noch für 85 und ab 1. Januar für 95 Euro. Ich kann euch eigentlich nicht, weil es jetzt noch ein paar Euro günstiger ist, empfehlen, die zu kaufen, sondern weil ich euch dahin bringen möchte, die Saison vorzudenken und vorzuplanen. Wir haben ja in den Schnupperkursen darüber gesprochen. Ihr solltet nicht unvorbereitet in das nächste Jahr gehen, sondern solltet euch Gedanken machen, wie viele Königinnen brauche ich denn, wie viele Ableger möchte ich machen, was für Ableger möchte ich machen, möchte ich Kunstschwarmableger machen oder Brutwabenableger, brauche ich eventuell Zellen, wann brauche ich Königinnen und dann, bitteschön, bestellt sie jetzt. Oder im Januar oder im Februar. Auch wenn ihr sie woanders kauft, bei anderen Züchtern, bestellt sie bitte jetzt im Winter noch, denn die Züchter müssen ja auch planen und müssen die Stückzahlen entsprechend vorbereiten. Sie müssen sie einplanen, sie müssen die Zahl der Begattungseinheiten vorbereiten. Und wir sind nicht im Supermarkt, wo man einfach reingeht und ein in Plastik abgepacktes Stück Leben kaufen kann, sondern das muss alles vorbereitet werden. Gell? Und ihr helft nicht nur dem Lutz, sondern auch den anderen Züchtern und denjenigen, die Königin machen. Wenn ihr eure Vorbestellung macht, dann können sich nämlich die Damen und Herren viel besser auf die Saison vorbereiten. Und ihr habt bereits eure Bestellung gemacht und könnt euch dann darauf verlassen, dass ihr die Tiere auch dann bekommt, wenn ihr sie haben wollt. Das gleiche gilt für Bienen. Wir verkaufen keine Bienenvölker, wir verkaufen Kunstschwärme. Andi hat sie jetzt auch schon online gestellt. Und da ist es genauso. Da sind ja auch die ersten Bestellungen schon eingegangen. Vielen Dank dafür. Wir planen, die Kunstschwärme dieses Jahr relativ spät zur Verfügung zu stellen, nämlich in der ersten Maihälfte. Diese Kunstschwärme kommen aus Südfrankreich. Wenn man sie noch früher haben will, dann muss man sie noch weiter südlich holen, von Italien oder Spanien oder Portugal. Wir holen sie aus Südfrankreich mit Königinnen aus dem Zuchtpool von Lutz Eggert. Das sind natürlich Wirtschaftsköniginnen, das sind keine Zuchtköniginnen. Also von diesen kann man dann nachher auch nicht nachziehen und auch keine Wunder erwarten, sondern das sind reine Wirtschaftsköniginnen. Und wir bringen sie auch deshalb erst im Mai, weil es im Mai eben viel einfacher ist für die Anfänger, vor allem einen Kunstschwarm einzulogieren. Denn die Natur steht in ihrem Höhepunkt. Die Natur spendet Pollen und Nektar und unter diesen Umständen ist es viel einfacher, einen Kunstschwarm einzulogieren als im April oder gar im März. Das ist dann eher was für Profis. Wenn jemand im April oder März Kunstschwärme braucht, dann bitte mich kontaktieren. Aber da ist dann die Mindestbestellmenge 100 Stück. Da können wir aber dann einen Weg finden, wie ich euch auch zu Kunstschwärmen um diese frühe Jahreszeit verhelfen kann. Ja, das wären unsere Produkte für nächstes Jahr. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass ihr eure Fragen stellt, eure Anregungen an mich gebt. Wir können auch gerne noch ein paar
fachliche Fragen beantworten. Es ist ja so, dass es jetzt plötzlich wieder warm geworden ist, nachdem es kalt war. Und die Winterbehandlung ist jetzt zu machen, wenn sie noch nicht gemacht wurde. Was die Verträglichkeit der Oxalsäure angeht, habe ich euch ja empfohlen, Bienenwohl zu nehmen für die Winterbehandlung, da Bienenwohl mit Glycerin angerührt wird und Glycerin eine andere Oberflächenspannung herstellt, ist es für die Bienen verträglicher, als wenn es ohne Glycerin angerührt wird. Man kann allerdings auch mit einer kleineren Menge das gleiche Ergebnis erzielen, also bei Bienenwohl genügen 15 Milliliter für die Winterbehandlung. Deswegen kann man auch zwei Winterbehandlungen machen. Vor allem ist die Tatsache, dass es jetzt so warm ist und die Wintertraube sich auflöst, auch ein Element, wo die Regeneration des Gesamtorganismus also in einer Weise sich beschleunigt, dass die Säurelast, die die Winterbehandlung den Bienen aussetzt, dass die Säurelast reduziert wird und die Gefahr einer Übersäuerung dadurch etwas geringer wird. Also die Verstoffwechselung ist jetzt beim Auflösen der Bienentraube durch die warmen Temperaturen einfach besser. Also ihr könnt ohne weiteres jetzt in diesen Tagen hingehen und die Winterbehandlung machen, auch wenn das Volk nicht in der Traube sitzt, dann müsst ihr etwas mehr nehmen, aber mehr als 25 Milliliter sind nicht notwendig. So, liebe Freunde, dann wenden wir uns doch jetzt euren Wortbeiträgen zu. Ja, da gibt es schon jede Menge. Die erste Frage, die also dir vorlegen möchte, ist, also einmal ein Lob, dass die Tonqualität heute sehr gut ist, du mit deinem neuen Kopfmikro. Und gleichzeitig noch eine Frage von Manfred, der fragt, wieso es jetzt immer ein bisschen länger dauert, bis er vom Warteraum in unsere Sitzungen reingeholt wird. Das hängt manchmal damit zusammen, Manfred, dass wir uns da vorher noch mal kurz auf ein paar Sachen noch mal einigen müssen. Oder manchmal haben wir auch schon mal mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Aber in der Regel sollte es eigentlich normalerweise schon gut klappen, auch im neuen Jahr. So, dann vom Olli eine Frage. Welche biolandkonforme Alternative empfiehlt Jürgen anstelle der Thermofolie zum Abdecken des Brutraums von oben? Ja, also für die Thermofolie habe ich noch keine Lösung. Es ist ja so, dass als Bioimker keine künstlichen Materialien erlaubt sind. Die Folie wurde immer erlaubt. Die normale, also die Plastikfolie wurde erlaubt, weil eben der B-Space bei den meisten Beuten nicht stimmt. Und bevor man eine Sauerei hat, erlaubt man dann halt diese Thermofolie und da Binder, die normale Folie und da Binder. Ich war ja jahrelang im Bioland-Vorstand. Da Binder jetzt die Thermofolie empfiehlt, ist man jetzt plötzlich gegen die Folie, nicht wahr? Auch wird die Auslegung der Richtlinie in Deutschland jetzt etwas strenger gehandhabt als früher. Also für die Folie kann ich euch leider keine bessere Lösung anbieten. Aber was die Schiede angeht, habe ich jetzt Gott sei Dank eine bessere Lösung gefunden. Wir werden in etwa 2 Monaten, Ende Februar, Strohschiede anbieten können. Das war eine sehr schwierige Angelegenheit, erstens mal einen Anbieter zu finden von Strohschieden, zweitens mal, wenn man die schneidet, dann fransen die aus und da musste ich jetzt einen Schreiner finden, der bereit ist, mir einen Rahmen drum zu machen, wo man dieses Schied einsetzen kann, sodass die Rahmen nicht ausfransen auf Dauer und es darf natürlich auch nicht zu teuer sein. Und den habe ich Gott sei Dank gefunden vor Weihnachten. Und dann haben wir also dieses Problem für die ganzen Bioimker erstmal gelöst. Zunächst wird es Dadant US geben, also Dadant modifiziert und später werde ich auch die anderen Maße haben. Bei der Folie kann ich nur sagen, macht das, was ihr für richtig haltet. Gut.
Dann vom Harald eine Frage. Im Jahreskurs wurde von Herrn Binder von einer Bienenflucht mit einem Metallschieber berichtet. Wo bekommt man denn diese Bienenflucht her? Ich habe diese im Web nirgends gefunden. Ja, also diese Bienenflucht fragt ihr bitte an bei Bienen Janisch in Österreich, wo ich nächstes Jahr am 2. April sprechen werde, bei der Beutenwelt in Österreich, wo ich am 1. April sprechen werde. Ihr könnt sie auch anfragen bei Wagner, Imkertechnik Wagner, und ihr könnt sie auch anfragen bei Ruck. Ob sie sie jetzt haben, vorrätig haben, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bienenflucht entsprechend ergänzen, modifizieren, wenn die Nachfragen kommen. Also in Frankreich und Italien gibt es diese Bienenfluchten, aber Frankreich und Italien hat Dadant Blatt. Und wenn ihr also die Bienenflucht im Dadant Blatt Maß haben wollt, dann könnt ihr bei französischen Händlern, zum Beispiel bei Igowitz oder in Italien bei Lega Italy, auf die Webseite gehen und findet dort diese Bienenfluchten. Dann kommt noch eine Frage vom Harald. Es geistern unendlich viele Tabellen über die Varroa-Schadschwellen herum. Welchen Zahlenwert verwendet die Armbrust der Imkerschule? Ja, also ich halte von diesen Tabellen relativ wenig, weil wie soll ich sagen, die Menge der Varroen, die ein Bienenvolk verträgt, hängt im Wesentlichen vom Gesundheitszustand des Bienenvolks insgesamt ab. Vom Fettkörper, von der Qualität der Einwinderung und von der Art und von dem Zeitpunkt, ab wann das Bienenvolk sehr wenige Milben hatte, um sich auf den Winter vorzubereiten. Und deswegen schwankt meiner Meinung nach die Belastbarkeitsgrenze zwischen einer und fünf Milben pro Woche Abfall, natürlicher Abfall. Und tendenziell würde ich schon sagen, je weniger, umso besser. Also weniger als drei Milben wäre auf jeden Fall anzustreben. Gell? Aber mehr auf keinen Fall. Mehr als fünf auf keinen Fall. Gut, die Silvia imkert seit 4 Jahren auf der Dant und hat in diesem Jahr erstmals 3 Völker verloren. Alle Völker behandelt mit Varomed und es waren auch starke Völker. Futter war ebenfalls ausreichend vorhanden. Woran kann es liegen? Wie kann ich auf Ursachensuche gehen? Ja, also behandelt mit Varomed reicht nicht als Aussage. Da müsste man wissen, hat sie nur mit Varomed behandelt? Wie oft hat sie mit Varomed behandelt? Wann hat sie mit Varomed behandelt? Und im Allgemeinen würde ich sagen, auch durch eine Blockträufebehandlung, egal ob Varomed, Bienenwohl oder Oxovar, genügt nicht. Also selbst wenn man viermal Block behandelt im Abstand von 3 Tagen, und das aber nur einmal macht, reicht es nicht aus. Gell? Also man muss dann eine TBE machen oder die Königin käfigen. Bei TBE kann man dann die Behandlung gleich machen oder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Bei Käfigen muss man 21 Tage warten. Wenn dann alle Bienen geschlüpft sind, kann man die Behandlung machen. Ich mache sie gern zweimal, also direkt am nächsten Tag nochmal oder am Vormittag, und nach 5 Stunden oder 6 Stunden komme ich nochmal. Und wenn man dann die Königin freilässt, bei der Gelegenheit gleich die Königin austauschen und eine neue Königin geben. Wenn man die Königin im Juli oder August käfigt. Wenn man sie natürlich im Oktober käfigt, wo die Legeleistung sowieso zurückgegangen ist, dann kann man die gleiche Königin wieder freilassen. Also von daher genügt das als Frage nicht, um sie ordentlich beantworten zu können. Werden die Fragestunden aus dem letzten Quartal in den nächsten Tagen bereits gelöscht? Ja, ich habe jetzt heute schon die Kurse, die ihr gekauft habt vor 2 Jahren, deaktiviert. Und da habe ich den ganzen Nachmittag dafür gebraucht. Morgen mache ich damit weiter, und dann kommen auch die Online-Kurse der Sprechstunden von 2022. Leute, 2023 fangen wir wieder an. Das ist ja das Schöne an den Online-Sprechstunden. Sie sind ja praktisch zeitnah. Wir machen also 2 pro Monat ungefähr.
Und da könnt ihr dann die Fragen stellen, die tatsächlich jetzt auch zeitnah kommen. Und das ist ja sowieso das Allerinteressanteste. Was interessiert euch jetzt noch eine Sprechstunde, die 4, 5 Monate alt ist? Ja, von daher, die kommen alle runter jetzt. Dann ist wieder Platz auf dem Speicher. Kann ich unterjährig von der Fördermitgliedschaft der Anfänger zu den Fortgeschrittenen wechseln, falls ich merken sollte, dass die Anfängerfragen für mich nur Wiederholung sind? Ja, das kannst du machen mit einer E-Mail. Ich sag zwar ungern, weil das erfordert dann zwei manuelle Maßnahmen. Zum einen muss ich dich auf der Datenbank umtragen und dann muss ich dich im Newsletter umtragen. Und das erfordert also eine solche Änderung erfordert zwei manuelle Tätigkeiten. Aber Gott sei Dank hat mir der Wolfgang jetzt gezeigt, wie es geht, sodass ich das dann nicht weiterreichen muss an Wolfgang, der natürlich berufstätig ist und dann auch nicht immer gleich Zeit hat, das zu machen, dann wird es auch wieder vergessen und so weiter. Also am liebsten, liebe Freunde, wäre mir, wenn ihr eure Umsortierungen von Anfänger zu Fortgeschrittene oder euer Upgrade von Premium auf VIP oder von VIP auf All Inclusive oder von Premium plus Livestream, wenn ihr das jetzt macht, die nächsten 3, 4 Tage, weil jetzt ist Bürozeit, jetzt mache ich diese ganzen Dinge und Anfang Januar richte ich dann die Newsletter her für die Gruppen, für Anfänger, Fortgeschrittene und für Livestream und alles, was danach dann eintröpfelt, ja, das macht mir erneut und zusätzlich Arbeit und schlechte Laune, gell? Und ihr wollt ja nicht, dass ich schlecht gelaunt bin, oder? Ihr wollt ja, dass ich gut drauf bin. Das wollen wir Also, definitiv, genau. ihr macht's, also wisst ihr, Leute, wenn ihr so wisst, dass ihr den Livestream haben wollt, gell? Dann bucht ihn bitte jetzt. Und dann kann ich nämlich die Sache in den nächsten Tagen sauber machen. Und je mehr jetzt erledigt wird an Silvester, und je später nachher nachtröpfelt, umso besser klappt's. Ja gut, die Frage von der Gerlinde ist dann aber schwierig, weil sie wird ja wahrscheinlich beginnen bei Anfängern und erst im Laufe der Zeit feststellen können, ist es was für sie oder ist es nicht für sie. Also in Einzelfällen wird es wahrscheinlich schon machbar sein. Das ist, Ja, ja, das ist auch in vielen Fällen machbar, aber ich wollte euch nur darum bitten, wenn ihr sowieso schon wisst, dass ihr da teilnehmen wollt, dann bucht es bitte jetzt. Es ist sowieso ein Jahr, ein Einjahresvertrag. Es spielt keine Rolle, ob ihr im Dezember, oder Januar oder Februar euer Abo löst. Der Vertrag läuft für ein Jahr und verlängert sich, wenn ihr nicht kündigt. Also es nützt, ihr braucht nicht bis 2 Tage, bevor die erste Sprechstunde ist, warten. Aber wenn ihr dann umwechseln wollt, dann schickt ihr mir eine E-Mail und dann werde ich das auch bearbeiten, gell? Nachdem ich jetzt weiß, wie es geht, kann ich es dann auch selber bearbeiten und muss es nicht weiter delegieren. Du bist ja kein österreichischer Ingenieur, weil die muss man meistens nach dem Urlaub wieder neu einarbeiten. Nein, das bist du nicht. Österreichischer Ingenieur, das find ich eine interessante Option, gell? Naja, Okay. also ich sage euch eins, ich habe jetzt schon auch ein bisschen da gelernt, wie Computer und Webseite und E-Mail verteilen. Also wir haben ja natürlich eine professionelle E-Mail-Software. Du kannst natürlich solche Mengen von E-Mails, die wir verschicken, die kannst du nicht einfach so verschicken, wie man sie als Privatperson verschicken kann, sondern da haben wir eine richtige Software, wo alles einprogrammiert werden muss, gell? Und das ist alles, muss man alles erstmal wissen, wie das geht. Ja. Gut, ich höre auf mit den schlechten Witzen Darf ich und da kurz zwischengrätschen? ja. Der nächste schlechte Witz. Oh, Leute. Ja. Jürgen, du hast vorhin noch was angekündigt. Und Ja. das passt jetzt gerade mit der Situation, dass ich da noch mal kurz reingrätsche. Die Geschichte mit den elektronischen Kalendern. Es ist so, dass wir für uns als Gruppe unsere Kalender, wie soll ich sagen, miteinander teilen. Und ihr könnt in den entsprechenden Kursen an diesen geteilten Kalendern dran teilhaben.
Die werden wir dann in dem Augenblick zum Beispiel über die Fortgeschrittenen oder die Anfängerkurse über Newsletter verteilen. Und wir werden euch da wahrscheinlich auch noch einen QR-Code für fertig machen, sodass ihr dann diese Kalender abonnieren könnt. Das funktioniert in der Regel sowohl mit Android-Geräten als auch mit iPhones oder Windows-Geräten. Und ja, auf meinem Mac funktioniert das auch. Und ja, das erstmal noch zu dem Thema Kalender. Ja, Wie das es hat genau den abläuft. Vorteil, hat auch vor allem den Vorteil, dass wenn wir einen Termin verschieben müssen, dass ihr dann so eine Nachricht da bekommt oder dass es bei euch auch angezeigt wird. Wir werden also die Terminverschiebungen per E-Mail ankündigen, dann über diesen Kalender und per WhatsApp-Gruppe. Ihr könnt euch praktisch dann in eine WhatsApp-Gruppe anmelden, je nachdem, in welcher Gruppe ihr seid, wo dann auch diese Änderung bekannt gegeben wird, sodass es dann, dass es auf mehreren Kanälen, dass ihr informiert seid, damit da wirklich auch alle zufrieden sein können und sich darauf einstellen können. Aber nochmal, es wird eh aufgezeichnet und ihr könnt es dann auch nachher anschauen, wenn das versäumt oder vergesst oder was auch immer. Und zu dem Thema der WhatsApp-Gruppen noch abschließend. Wir werden die WhatsApp-Gruppen noch ein paar Tage online stehen lassen. Das heißt also, die 2022er WhatsApp-Gruppen werden diese aber dann irgendwann demnächst ja, schließen. Und für die neuen Kurse in 2023 gibt es dann natürlich wieder neue WhatsApp-Gruppen, wo wir euch dann zu einladen werden, ebenfalls wieder per Link, den ihr dann in dem Augenblick über den Newsletter erhaltet, beziehungsweise über entsprechende QR-Codes. Ich möchte ausdrücklich die WhatsApp-Gruppen, die dieses Jahr da also probehalber eingeführt wurden, loben. Nachdem es am Anfang ja noch jeder Hallo gesagt hat, hat man dann gemerkt, dass es besser ist, wenn man sich nur über inhaltliche Dinge austauscht. Und es hat dann auch stattgefunden. Die letzten Monate war wirklich super. Also ich habe ab und zu mal reingeschaut. Ganz toller Austausch, Ergänzungen, Sachen, die rausgesucht werden. Irgendjemand hat da was entdeckt oder auch ausprobiert, was gut ist, finde ich sehr, sehr instruktiv und kann das nur befürworten. Gell? So, was haben wir noch? Einen größeren Fragenblock haben wir noch zum Thema Zukunftsimker, denn da kommen mehrere Fragen zusammen. Vielleicht magst du noch mal erklären, was ist denn überhaupt ein Zukunftsimker und für wen ist das das richtige Angebot und was kann man da machen? Also ich möchte euch alle, diese Arbeit macht, mit mir im angepassten Brutraum und in Zukunft werden wir das ergänzen über Fragen der Klimapositivität, was die Gesamtenergiebilanz angeht. Das wird mein Thema nächstes Jahr sein und das werde ich dann im Laufe der Monate euch auch Stück für Stück euch Einblick geben. Ich möchte euch Zukunftsimker nennen, denn im Hinblick auf die großen Schwierigkeiten, die wir haben mit den Pestiziden und mit dem Klimawandel und mit der instabilen Temperatur, müssen wir uns weiterentwickeln und zahlreiche Faktoren berücksichtigen. Und deshalb nenne ich euch Zukunftsimker. So, und was wir nicht hatten die letzten Jahre während der Covid-Pandemie, waren Praxiskurse. Die wurden ja immer wieder angefragt. Und das ist ja auch das, was Imkervereine jetzt nächstes Jahr wieder anbieten. Und wir bieten auch Praxiskurse an mit Leuten, von denen ich weiß, dass sie in der Lage sind, die Betriebsweise so wiederzugeben, wie ich sie für richtig halte. Und ich habe im Newsletter, den ich gestern verschickt habe, auch öffentlich dazu aufgefordert, dass sich Leute, die auch genügend Erfahrung haben mit dem angepassten Brutraum und mit der Imkerei überhaupt, dass sie sich als Zukunftslehrer bei mir melden können, wenn sie so einen Kurs vor Ort bei Ihnen abhalten möchten. Und ich werde natürlich dann mir die Meldungen anschauen und mit jedem Einzelnen sprechen und abchecken, ob auch das Erfahrungsniveau ausreicht, ob auch das, was unterrichtet wird, dem entspricht, was wir hier für richtig halten. Und dann können wir da zusätzlich solche Kurse
auch noch online stellen. Also es ist im Prinzip die Möglichkeit, 6 Praxistage zu machen. Einer macht 8 Praxistage vor Ort am Bienenvolk, 3 Stunden, und die Online-Sprechstunde mit mir zu machen. Und wir erwarten, dass ein Zukunftsimker auch den Anfänger-Online-Kurs absolviert. Wer den schon absolviert hat, der kann den Kurs buchen ohne die Anfängersprechstunde. Wer sowieso in der Online-Sprechstunde ist, muss die natürlich auch nicht zu buchen. Wir haben jetzt nur diese Option nicht auf die Webseite gestellt, weil dann wieder zu viel durcheinander entsteht. Also wenn ihr sowieso schon in der Online-Sprechstunde seid, dann schickt ihr mir eine E-Mail und sagt, ich möchte bei diesem Zukunftslehrer den Kurs machen, aber ich bin sowieso schon bei der Online-Sprechstunde mit dabei. Und dann schicke ich euch manuell eine Rechnung und schalte euch manuell frei. Gell? Das ist im Grunde genommen nichts anderes wie zusätzlich zu den Online-Sprechstunden Praxistage. Leider noch lange nicht flächendeckend im ganzen Gebiet. Ihr müsst jetzt unter Umständen noch weitere Wege auf euch nehmen, aber ja, das kommt auch noch die nächsten Jahre. Der Christoph möchte noch gerne wissen, ist Zucker für 1 Euro das Kilo bei einer Abnahmemenge von 250 Kilo günstig, oder wo kauft man günstig Futter? Preise bei Genossenschaft und Imkerbedarf erscheinen übertrieben teuer. Also konventioneller Zucker für 1 Euro ist ein günstiger Preis im Moment. Zucker war ja viel, viel preiswerter letztes Jahr. Und da lag konventioneller Zucker ungefähr bei 80, 90 Cent. Die Supermärkte Aldi und Lidl, die ja sowohl die Landwirtschaft als auch die Imker und die Kunden versauen und kaputt machen, haben manchmal auch das Kilo Zucker für 66 Cent im Angebot. Aber das ist ja ein Dumpingpreis. Also in solchen Läden kauft man nicht ein. Da kauft man auch nicht seine Lebensmittel. Man kauft im Landhandel den 25-Kilo-Sack. So, und die Preise haben sich alle fast verdoppelt. Biozucker, der sonst 138 kostet, der kostet jetzt 190. Und konventioneller Zucker kostet ohne weiteres 120, 130. Und ja, also ich möchte nur an Thomas Renner von der Salzburger Imkergenossenschaft erinnern, der vor einem Jahr schon gesagt hat, Leute, kauft euch Zucker auf Vorrat, die Zuckerpreise werden explodieren. Die meisten haben nicht auf ihn gehört. Und er hatte recht. Also ich sage sowas nicht, weil der Zuckerpreis eigentlich keine Rolle spielt. Leute, ihr solltet pro Volk, wenn es dann könnt, 50 oder mehr Kilogramm Honig ernten und fürs Kilogramm Honig 20 Euro erwirtschaften. Das sind dann 1.000 Euro. Ob ihr jetzt 25 Euro oder 40 Euro für euer Zucker kauft, ausgibt, das spielt überhaupt keine Rolle. Ist Unfug, sich darüber Gedanken zu machen. Gell? Ihr sollt jetzt euch Gedanken darüber machen, wie ihr euer Bienenvolk besser betreut, wie ihr dafür sorgt, dass das Bienenvolk immer gut versorgt ist, und dann wird es euch auch Honig machen, und ihr werdet den Honig auch zu einem werthaltigen Preis verkaufen, und dann müsst ihr euch nicht solche Fragen stellen, wo ihr 50 Pfennig spart. Wie soll ich mich zwischen den geplanten Livestreams nächstes Jahr und dem bereits bestehenden Live-Kurs für Anfänger entscheiden? Welche Unterschiede gibt es, welche Vorteile? Ich wollte eigentlich den bestehenden Live-Kurs buchen. Also der bestehende Live-Kurs sind 6 Aufzeichnungen zu je 2 Stunden, wo ich am Bienenvolk Sachen zeige. Ja, und es ist im Grunde genommen ein Studienkurs, den man zusätzlich zum Theoriekurs dazu kauft. Ja? Und ich verstehe, dass jetzt, wo alles teurer wird, also heute hat man mir auch offenbart, dass nicht nur die Miete hochgeht, sondern auch die Nebenkosten. Ich verstehe, dass man jetzt natürlich da ein bisschen spart, hier selbstverständlich. Jeder muss nach seinem eigenen
Möglichkeiten sich strecken. Wir haben deswegen extra die Preise nicht verändert. Wir hätten natürlich auch die Preise verändern müssen. Und wenn man aber auf den Markt schaut, dann sind unsere Preise immer noch moderat. Und ich kann euch einfach nur anbieten, kauft die Kurse, studiert, je schneller ihr wisst, wie es geht, je weniger Fehler, wie ihr macht, umso besser sind eure Honigerträge. Und vor allem, wenn ihr jetzt keinen Paten habt, auf den ihr euch stützen könnt, wirklich gut stützen könnt, dann studiert diese Live-Kurse und wisst ihr, wie es geht. Ihr macht weniger Fehler. Gell? Also, ich weiß auch nicht, was ich dir sagen soll. Am besten, du beschaffst dir beide. Ja? Fertig. Bei der Christa hat ein Raubtier, Dachsmarder oder ähnliches ein Fluglochkeil und Plastikrechen und am Boden in Varroa-Schieber zerstört. Die Beuten stehen ca. 50 cm vom Boden entfernt. Wie kann ich die Beuten schützen, da teilweise auch die Bienen durch die Störung der Wintertraube stark gelitten haben? Also, da müssten wir jetzt ein Foto sehen. Den Keil, Fluglochkeil, der Fluglochkeil muss da noch hin, weil wenn es wieder kälter wird, und davon ist natürlich auszugehen, es ist nicht davon auszugehen, dass die also hoffentlich, wenn die Temperaturen so bleiben wie jetzt, dann haben wir den Weltuntergang vor Augen, ja. Also man muss dann unter Umständen so ein Fluglochkeil mit zwei Schräubchen reinschrauben oder so ein Metallfluglochkeil nehmen. Und da kann man ja auch mit dem Akkuschrauber zwei Schrauben reinmachen, gell? Also das Flugloch muss im Winter gegen Mäuse geschützt werden. Und da kann man jetzt auch nicht, also bei den Temperaturen ist es jetzt nicht ganz so gravierend, da könnt ihr jetzt euch 2-3 Tage Zeit lassen, aber nicht länger. Bitte macht eure Fluglöcher so zu, dass sie mäusedicht sind, gell? Schützen, notfalls mit dem Akkuschrauber zwei Schrauben ranmachen, dass der Fluglochkeil oder auch dieser gesteckte Fluglochverkleinerungsapparat dann auch dran bleibt und nicht weggerissen wird. Bei der Hilde, da fliegen jeden Tag einige tote Bienen, circa 20 Stück, liegen da auf dem Anflugbrett und sie möchte gerne wissen, ob das normal ist. Ja, das ist normal. 20 sind normal, 100 sind zu viel. Ja. Gut, wenn es jetzt zu viel wäre, was macht man dann? Ja, nichts mehr. Da lernen, dass die Einwinterung nicht gut genug gemacht wurde. Gell? Dass es zu viel ist. Ja, also liebe Freunde, das ist eben die bittere Lernpille, die wir alle schlucken müssen, die in den ersten Jahren auf jeden Fall, dass wir meinen, wir haben es richtig gemacht und nachher ist es eben dann doch nicht gut genug. Und deswegen sage ich euch, mehr als das, was ich jetzt online mache, Live-Kurse, die ich produziert habe, dann jetzt den tatsächlichen Livestream und die Online-Sprechstunden, mehr kann ich eben virtuell nicht machen. Und ich kann ja auch nicht überall sein, gell? Also deswegen machen wir auch die Kurse, die Zukunftsimker-Kurse mit den erfahrenen Imkern. Ich kann euch nur sagen, nutzt sie, maximal 14 Leute lassen wir dazu, denn es ist halt einfach ganz komplex. Imkern ist nicht einfach. Wenn ihr wirklich wollt, dass es dem Bienenvolk gut geht, zu jeder Zeit, dann müsst ihr viele, viele Faktoren berücksichtigen. Und geht nicht so ohne weiteres nach Schema F, gell? Nochmal zum Thema Zukunftsimker. Da möchte Hans-Peter gerne wissen, ob er als Schweizer auch am Programm Zukunftsimker teilnehmen kann. Die Praxis zum Beispiel in Bregenz machen. Natürlich. Also wir sind ja keine Nationalisten, sondern wir akzeptieren ja sogar die Schweizer, gell? Auch wenn die Schweizer nicht zur EU gehören. Ja? Wir werden auch die Schweizer nicht gegen Russland verteidigen, gell? Ich sage es nur bei der Gelegenheit. Also logisch, kleiner Scherz, könnt ihr in der Schweiz auch an diesen Kursen teilnehmen. Logisch, und Bregenz ist ja nicht weit. Für diejenigen, die in der Ostschweiz sind, könnt ihr ohne weiteres.
Übrigens komme ich auch 2 Tage nach Uznach, gell? Uznach ist am Zürichsee. Das ist auch eine Sache, die ihr gerne dort, wenn ihr da in der Gegend wohnt, ventilieren könnt. Gut, dann würde ich mal sagen, ist das die letzte Frage heute, die wir heute hier noch so haben. Du hast vorher was erwähnt mit den Newslettern und dass da irgendwas jetzt nicht geklappt hat. Das hat ein bisschen verunsichert. Da fragt der Arno, ob er sich denn jetzt neu anmelden muss für den Newsletter oder was ist da zu tun? Ah, nee, nee, es gibt ja also den Newsletter der Armbruster Imkerschule an alle. Das sind ja fast 10.000 Leute, gell? Und alle, die diesen Newsletter bekommen, die müssen sich hier nochmal anmelden, dann kriegen sie ihn ja zweimal, gell? Nur diejenigen, die den Newsletter der Armbruster Imkerschule wollen, die melden sich an bei Newsletter abonnieren. So, und diejenigen, die Online-Sprechstunde gebucht haben, die bekommen einen anderen Newsletter. Die Anfänger bekommen einen, die Fortgeschrittenen bekommen einen. Wenn einer Anfänger und Fortgeschrittene hat, dann bekommt er 2 Newsletter und so weiter. Gell? Also jedes Produkt hat seinen eigenen Newsletter und dann gibt es den allgemeinen Informationsnewsletter, so wie diese Sprechstunde heute ja eine öffentliche Sprechstunde ist, die wir auch auf YouTube übertragen. Das ist praktisch für die Öffentlichkeit. Und morgen zum Beispiel machen wir einen Jahresrückblick für die Mitglieder. Da haben nur die Mitglieder in dem Mitglieder-Newsletter da die Zugangsdaten bekommen. Ja? Und das ist dann wiederum wieder was anderes. Deswegen, liebe Freunde, es ist also wirklich komplex alles und je weniger ihr wechselt und euch vertut und so weiter, umso größer ist meine Freizeit, gell? Meine Work-Life-Balance, wo ich ja praktisch ganz vergessen habe, was das ist. Und mein Trainer hat es mir gesagt, ja, ich soll also jetzt ein bisschen mehr Life-Balance machen und nicht so viel Work-Imbalance. Ja, naja, er kann mir viel sagen, gell? Aber ihr helft ja mit. Na klar. So. So, dann würde ich sagen, ich schließe jetzt den Chat und bedanke mich bei allen, die hier auch noch die guten Wünsche schicken und uns fürs neue Jahr alles Beste wünschen. Danke auch für die vielen schönen Lobe, was ihr fort auf der Mehrzahl von Lob, Löber, Lobe, Ja. Lobster, ja, Genau. 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 Deutsche Sprache, schwere Schwere Sprache. Sprache, genau. Also danke dafür und natürlich auch von mir euch alles Gute. Mir hat es sehr Spaß gemacht, euch in dem Binnenjahr so ein bisschen mit Jürgen begleiten zu dürfen und ich freue mich auf nächstes Jahr mit euch in einem anderen Setting, Profi, Private oder was wir alles haben. Wird schön werden, freue mich schon drauf. Letztes Wort Also, hat der Meister. sehr schön. Also, Ja. vielen Dank, Margareta, gell? Wir haben ja hier 2 Moderatorinnen. Die Diana macht auch hin und wieder 1 Stunde. Wir werden mal schauen, wie wir das nächstes Jahr aufteilen. Und der Andi, er kümmert sich ja immer darum, dass der Computer funktioniert. Und dann haben wir noch den Wolfgang, der die Webseite macht und auch übrigens meine Buchhaltung. Und dann haben wir noch den Techie, das ist einer, der noch Spezialaufgaben bei der Webseite übernimmt, wenn Wolfgang keine Zeit hat. Und dann natürlich auch den Christian, meinen Kameramann, der viele Tipps gibt und auch dieses Jahr immer wieder mal kameratechnisch tätig war und die Aufzeichnungen von der Apimondia in Istanbul zum Beispiel, also die Livestreams, die da stattfanden, die hat natürlich alle der Christian gemacht, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ja, das wär's für dieses Jahr. Ich werde ja dann auch am 1. Januar eine Neujahrsansprache halten, so wie der Bundeskanzler und der Bundespräsident. Jetzt gibt es die Neujahrsansprache von Binder. Schauen wir mal. Gell? Also, herzliche Grüße von mir und ich wünsche mir, dass ihr gesunde Bienen habt und dass ihr gut auswintert. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Servus.
Tschüss. Ciao, Andi. Jetzt könnt ihr abschalten. Für den Rest des Jahres. Ja, wir sehen uns morgen wieder, gell? Servus.